Hallo? Alles für YouTube! Oh, das ist der merkwürdigste Penis, den ich je gesehen habe. Ich sehe Dinge manchmal nicht. Da ist ein Stuhl auf dem Flur. Tschüss! Frau schlägt. So, okay. Also, wäre mir zu erklären? Weiterfahren! Okay, also. Das war ein turbulenter Start. Also, es geht um Anomalien. Wenn so ein Horrorvieh auf uns zukommt, dann ist es definitiv eine Anomalie. Das hier ist der Hardcore-Modus. Das heißt, einmal falsch, sind wir wieder bei Null. Du musst schauen, ob das zu der ersten Etage, die du gerade netterweise übersprungen hast, unterschiedlich aussieht. Was? Ah, verstehe. Also, es gibt auch, Gott sei Dank, oft offensichtliche Sachen. Wie war das nochmal? Wenn du eine Anomalie findest, dann gehst du in den Aufzug. Gehst du wieder zurück, wo du herkamst. Also hier oben über dem Aufzug, wo wir herkamen, ist so ein Licht. Daran kann man sich merken, dass das dann zurück ist. Okay. Und du kannst doch drauf gehen. Waren die Blutspritzer schon immer in Form von Sechsen? Oh, das hast du mich schon mal gefragt. An sich schon nicht normal, aber ich schätze, das ist nicht maßgeblich. Kann ich das heller stellen? Das ist so ein bisschen... Das Exit-Shit läuft nicht von alleine weg, es ist keine Flutwelle da, es kichert keiner. Wie war das nochmal? Ich darf die Grafik nicht auf High stellen, ne? Ja. Ich stelle sie jetzt mal auf Medium. High sein darfst du hier nicht. Ja. Er verfolgt sie auch uns auch High. Nicht. Wir wachsen nicht, wir schrumpfen nicht. Die Türen werden nicht größer, es sind keine multiplen Türen da. Nicht 100.000 Uhren, nicht 100.000 Feuermelder. Weil das tut die, wenn ich das richtig verstehe. Weiß ich noch nicht, unsere Füße versinken immer noch im Blut. Es ist nicht alles tut die. Hast du es gesehen? Und? Ja. Dieses das ist schlimm. Ja, das ist nicht, das macht man nicht im Krankenhaus. So. Wenn, dann drückt man das untere E. Ich weiß gar nicht mehr, wann, an welchem Fall man das obere E drückt. Ich nehme an. Okay, Etage 5. Es gibt übrigens, wie du vielleicht schon an 666 erkennen kannst, 666 Etagen. Noch, okay. Ja, aber keine Sorge. Ab was? 13, 15? Ja, alle 13 Etagen ist ein Boss. Und dann springt was macht er man da? 100 weiter. So überleben vorzugsweise. Okay, ich lass mich überraschen. Und ja auch normal? Hm? Ja. Hm? Und sind die da immer? Mhm. So, okay. Feuerlöscher, auch normal. Also im Nicht-Hardcore-Modus ist weniger Blut. Wir haben auch keine Kinderhände im Müll wieder, ne? Waren die hier? Wir hatten doch noch so ein Spiel. War das nicht das? Das ist hier mit diesem Hexagon vor dem Mülleimer. Hexagon? Hier vorne. Ihr beiden. Ich weiß nie, wer du bist. Das war schon. Das war schon. Das ist eine 6. Ach so, okay. Oh. Haben wir vielleicht zumindest verschiedene Cappies? Nee, auch nicht hinten. Das ist bei euch beiden rosa. Der mit der Jeans. Ganz leicht. Also falls... Der lacht auch nicht, ne? Nee. Wird auch nichts größer an der Wand, kleiner. Es kann schon mal sein, dass irgendwie die Decke näher kommt. Also für den Fall, dass wir draufgehen, würde ich sagen, dass wir in der ersten Etage, dass einer sich die linke Seite merkt, einer die rechte und einer oben und unten vielleicht. Gut. Manchmal kommen die Sachen auch erst, wenn du eine Weile da bist. Also wie zum Beispiel, dass die Türen größer werden oder irgendwas. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Decke niedriger wird oder nicht. Ich auch nicht. Weil oben nur so eine Viertelfliese rausguckt. Ein Drittelfliese.
Mit dem du es erwähnt hast, wirkt das alles so schmal. Ich weiß nicht. Sicher ein Hospital? Sieht nach Schlachthaus aus. Nee, kommt noch. Es gehen irgendwann auch die Türen auf. Ach, okay. Ja. Ja, wir versuchen es. Ich weiß nicht, irgendwas stört mich. Ja, mich auch, aber ich weiß nicht was. Nee, das ist normal. Okay. Na gut. Zieh nichts an. Ist besser so. Jetzt bin ich gespannt. Oben an der Zahl erkennst du, ob es richtig war oder nicht. Okay. Oh. Wir kommen dem ersten Boss näher. Nett. Herr Kuchen. Kuchen? Oh, ich hätte gern Kuchen. Ich auch. Ja. Nicht unbedingt hier, aber so generell. Ich könnte Salted Caramel Kuchen machen. Das kannst du überall reinhauen. Auch im Pudding. Ich habe genug Zutaten für einen Käsekuchen. Wir könnten einen Salted Caramel Käsekuchen machen. Oh, da gibt's auch ganz viel Zeug, dass du Blueberry Cheesecake machen kannst. Hier war doch kein Blut an diesem Kasten, oder? Doch. Doch, den habe ich mir vorhin angeguckt. Meine auch, dass da was dran war. Und bei ihm weiß ich ja... Was? Oh, achso, der Wasserspender. Was? Guck dir den Wasserspender an. Ach, ah, verstehe. Du bist noch ein slightly überfordert. Ja, wir haben ja auch schon 5 Stunden gespielt. 5, 10. Bei mir steht 5. Du hast einmal ohne mich gespielt. Das stimmt. Ich liebe dieses Spiel. Es sieht sehr dekorativ aus hier drin. Hm. So Action Painting. Ja. Action. Ich habe mal Action Painting in meinem Zimmer an der Wand gemacht. Oh, Anomalie. Sie sehen, wo ist sie? Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob er weint oder lacht. Ich beides. Hast du Action Painting in deinem Zimmer gemacht? Ja. Hm. Hallo Mama, ich weiß, du guckst zu. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Ich habe meinen Farbkasten genommen und die schön weiß tapezierte Wand war mein Papa. Einfach mal zack an die Wand. Und dann habe ich die mit Edding umrandet. Das sah cool aus. Bestimmt gut gemeint. Oh, hier sind Zahlen an der Tür. Das ist nicht richtig, oder? Ja, keine 6 sind an den Türen. Dann wieder zurück. Wieder retour. Okay. Läuft ganz gut. Wir sind gut. Jetzt hast du es gesagt. Läuft gut, solange ich nichts anfasse. Das ist eigentlich... Nur gucken, nicht anfassen. Richtig. Ich würde ja sagen, wenn wir das schaffen, gebe ich euch einen LoL-Skin aus, aber ihr spielt kein League of Legends. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mich darüber freuen soll. Können wir wieder zurückgehen? Warum? Guck mich an und sehe die Anomalie. Nee, doch nicht. Geschnallt. Hä? Nee, ich bin mir nicht sicher. Jetzt vielleicht? Ja, alles klar. Exit-Schild, ja? Ne? Ja. Das Männchen. Ach so. Ich hab gedacht, doch. Links und rechts so war das gedacht, gefühlt irgendwie ein bisschen blurry so, aber ich kann den Knopf nicht drücken. Funny. Wer von euch ist Peri? Hier. Ich glaube, nur du kannst ihn drücken, weil ich habe gerade gedrückt und es ging nicht. Ich glaube, er hat ihn ja auch schon gedrückt, da sind wir davon gefahren. Warum darf ich den da nicht drücken? Weiß ich nicht. Das Spiel mag dich nicht. Okay. Retour! Ganz schnell Retour! Jetzt reden! Das ist der Boss? Nee, den wirst du erkennen. 13. So. 13 oder 15? Weiß man nicht. Oder 15, ne? Irgendwann bald. Ich renne einfach mal ins Verderben. Oh, hier ist eine Tür auf. Glaube ich nicht nochmal, oder? Oh Gott. Jetzt ist sie hier auf. Ja. Solche Spiele mal gespielt. Ich fand die furchtbar, aber gemeinsam macht das Spaß, stelle ich gerade fest. Ja, man ist
Man kann jemand anders vorschicken. Ich renne mal in mein Bett. Da oben sind 3 Uhren. Haha. Und tschüss. Sind 3 Uhren, ne? Ja. Ja. Hab was verstanden. Haha. Yay! Da. Oh, Peri, du weißt, was passiert ist, als wir uns vom Aufzug geschlagen haben. Und du meinen ganzen Computer zum Absturz gebracht hast. Ich weiß auch noch, wo ich losgefahren bin ohne dich. Ja. Das war eine schlechte Idee. Fand ich auch. Aber das Spiel zum Absturz gebracht oder eher, sagen wir mal, zum Verbacken gebracht. Ich bitte, es kommt jetzt bald dieses Schrumpfen oder größer werden Zeugs. Hat ganz gut aus, oder? Na, sei dir nie so sicher. Peri, weißt du noch, wo ich am Anfang Pillendosen gezählt habe und wir dann gemerkt haben, das ist ein bisschen too much? Ja. Also ich habe mir gemerkt, dass hier bei dem Aufzug so eine Linie zum Aufzug geht. Aber ist das auf der anderen Seite richtig? Dass hier diese Spuren in den Aufzug reingehen? Ja. Ich meine auch, ja. Auch quasi so eine Hand, ne? Entschuldigung. Achso, ich dachte, du hast dich erschrocken. Niesen. Das war ein Niesen? Ja. Schon nicht. Ich könnte mein Mikro wegwerfen, wenn ich hier niesen würde. So klingt es aber auch manchmal, wenn sie sich erschreckt. Ja, zumindest das, was dein Mikro durchgelassen hat gerade. Es war nur so ein... Eben würde jetzt sagen, das klingt wie wenn man von einem Hamster tritt. Tja. Ja. Kommt hin. Sieht alles so gut aus, ne? Ja. Jetzt weiß ich, glaube ich, wieder, warum ich die Grafik nicht hochstellen sollte, weil von hier aus... Oh Gott, du hast gerade ganz komisch gezuckt. Ist so, ich wäre einverstanden. Ist der zweite... Ab dem dritten Abschnitt ist das so. Warte, ich muss einmal kurz meine Einstellungen gucken. Ich stelle es mal wieder auf Low. Low. Nee, ändert sich nichts. Weil das nämlich hier irgendwie sehr undeutlich wird. Okay, ihr wollt fahren, ne? Bin nur bei mir gerade abgehackt? Hä? Du warst gerade bei mir abgehackt. Ich? Ja. Okay, ihr wollt fahren? Bitte. Das war ein komisches Geräusch. War das nicht viel? Oh. Ich renn vor in mein Verderben. Vergnügen? Oder so? Na, wenn einer tot drauf geht, ist glaube ich nicht schlimm gewesen, oder? Nö. Weil dann können die anderen das noch schaffen. Deswegen renne ich dann immer schon mal vor, guck, ob ich was trigger, weil dann schafft ihr das. Heroisch. Okay. Ja. Dem geht's gut, ihr. Der Blutfleck schon immer so lang? Welcher? Der am Boden. Hier vor ihm? Nee, diese riesige Lache so hier. Ja, ich weiß nicht, wer ist. Ich glaube ja. Ich will jetzt, dass die Wände tiefer werden, damit ich... weiß, dass das schon war. Aber die können sich auch wiederholen, ne? Oder? Mhm. Hier vor der Tür waren auch die Blutflecken am Boden. Mhm.
kann doch nicht zweimal hintereinander gut sein, oder? Hm. Kann schon, aber... Die Uhrzeit ist auch immer halb sieben. Stimmt. Kaffee? Lecker. Was gibt's denn hier? Kaffee mit Blut und mit viel Blut? Noch mehr Blut. Kostet Blut. Medium Rare Coffee, nehme ich an. Oh Gott. Oh, ich krieg extra viel Eisen. Genau. Leimann. Ist schön. Ich weiß auch nicht, was hier so. Das Action Painting hier. Jetzt nicht sein, dass einer von diesen 200 Millionen Bluttropfen zu viel oder zu wenig wäre, hoffe ich. Nicht nur einer, das müsste dann schon irgendwie, denke ich, so ein Abschnitt zumindest sein. Ah. Wollen wir es versuchen? Ich denke. Also. Ja, auch. Waren wir hier schon immer? Ah. Okay. Ja, das ist der Boss wohl doch erst bei 15 oder so. Oder nach 15. Wow. 15! Oh, wir können direkt weiterfahren. Wir können bleiben, ja. Kommst du? Möchtest du nicht mitfahren? Guck mal die Decke an. Ach so. Okay. Ich muss die Grafik doch wieder einstellen. Oh mein Gott. Jetzt, wo du sagst. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja, sehr diskret, aber... Ja, geht mal lieber auf Nummer sicher, ne? Besser 200 als gar keinen Feuermelder. Ha? Ha? Kein Boss? Achso, das stimmt. Warte, bei welchem sind wir jetzt? 16. Sind der Boss. Komisch. Oder die haben wieder irgendwas umgestellt. Gab's vielleicht ein Update? Uhrzeit ist immer noch gleich. Ihm geht's gut. Wir können zurück. Oh, die Tür an! Yeah! Endlich! Okay, verstehe. Oder die Decke. Nee, es sind die Türen, weil es ist immer noch die da Türen. Oben die Fliese. Von Anfang an so? Hm? Von Anfang an so? Oh. Ah! Wie war das? Rückwärts, ne? Oder so schnell wie möglich. Rückwärts und da sind... Und? Irgendjemand hat's erwischt. Ja, ich war's nicht. Das sieht eklig aus. Hm. Ich hätte es erwischt? Nee, ich nicht. Beats. Ja, ihr macht das schon. Wollt es nur interessanter machen, ja. Ich konnte deinen Tod sehen, es sah spektakulär aus. Entflauscht! Ja, ich renne rückwärts. Wo muss ich denn hin? Na doch, das scheint mir... Ja. Stück nach links und dann geht's genau rückwärts, links. Ganz nach links rüber, komplett rüber. Komplett rüber? Okay. Weiter! Schneller! Ich kann nicht schneller rückwärts! Weiter links! Okay. Weiter. Jetzt nach hinten. Rechts, ganz rechts rüber. Ganz rechts? Weiter. Ja, ganz rechts. Weiter. Rückwärts. Links, schräg hinten. Hinten, rechts, hinten. Genau, links. Genau. Jetzt kannst du mir folgen. Okay. Ich dachte, du bist schon safe im Fahrstuhl hier. Nix da, ich lass dich doch nicht allein zurück. Gott. Musst du schon nicht mal gucken. Hier wieder rüber. Ist das Kacke-Baby, oder? Ja. Genau, und pass dich, da ist ein Bett im Weg und dann bist du im Fahrstuhl. Hey, cool. Alle Achtung. Babe! Aber wir sind jetzt wieder zusammen, oder? Ja. Tada!
Yay. Oh, und jetzt sind wir auf Stufe 100, Etage 100, da muss eine Tür offen sein, da. Oh Gott. Meinst du, es ist sozusagen jetzt wieder Raum 1. Ach so, stimmt. Jetzt müssen wir uns ja wieder merken. Aber war das da so, dass eigentlich die Anomalien, wenn dann in dem Raum waren und eher weniger im... Aber auch, oder? 99% sind im Raum, es kann aber zu einer kleinen Prozentzahl draußen sein. Bin ich eigentlich jetzt die Einzige, die hier aufnimmt? Immer. Ja, ich würde sagen vorher, glaube ich. Glaubst du? Willst du es nicht? Ich habe tatsächlich OBS offen, um den Ausschlag auf meinem Mikro zu sehen. Du kannst doch aufnehmen, wenn du möchtest. Gerne auch mal machen, aber dann sage ich es vorher. Das ist gut, das machen wir auch. Okay, also merken. Ja. Soll sich jeder irgendwas Spezielles merken oder jeder den ganzen Raum? Ist ja ganz gut so, ne? Also ich würde mich nicht auf mein Gedächtnis verlassen, darum jetzt nicht das Team runterziehen. Zweimal. Zwei. Das hatte ich auch immer noch eine. Nee, warte. Okay. Also hier sind zwei Betten gemacht und das rechte ist voller Blut. Und hier ist ein Bett gemacht. Also insgesamt sind drei Betten gemacht und zwei sind nicht gemacht. Drei gemacht, zwei nicht. Wer sitzt hier rum? Heri, bist du noch da? Ich bin da. Ich warte auf euch im Fahrstuhl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie der Raum aussieht. Ach, jetzt gebt mal nicht an hier. Ach. Herzmonitor. Oh Gott, ob man. Wie war das? Muss man sich die Zahlen merken? Ja. Ich schreibe die jetzt auf. Wo habe ich denn hier Platz? Da ist noch Platz auf meinem Zettel. Vitamin B-Komplex. Wird sowas sich auch ändern können? Ja. Habe ich heute schon genommen. B-Komplex Zipo. 90, 100, 0 und 37,2. Wenn man diesen Zettel sieht, ne, man weiß überhaupt nicht, worum es da geht, was ich mir da mitteilen will. Wenn man nicht so weiß, steht dass, Blut. Also, wenn man nicht weiß, dass es um Gaming geht, dann steht hier Theodor, grün, rot, blau, pink, runter, rauf, TMZ6J 1010001. Pony Island. Dann heute ist es soweit, heute ist er durchgedreht. Ja, wie in diesen Horrorfilmen, wo die auch so wirre Journals schreiben. Okay, also was habe ich gesagt? Drei Betten gemacht, zwei nicht. Der Schrank hier ist auf. Couch, Blutfleck. Blutfleck an der Wand, Riesenblutfleck. Ja, okay, ich glaube, wir probieren das einfach. Hier ist ein Penisblutfleck an dem Vorhang. Mit meinem Penis oder in der Form eines Penis? In der Form. Okay, Piri. Gut, wenn du das sagst. So ein bisschen. Ja, wir können. Mit viel Fantasie. Trink mal meinen Power-Smoothie weiter hier. Noch ein bisschen überdreht. Ist das Hot Caramel oder was ist dein Power Smoothie? Da habe ich es nicht reingehauen. Da ist aber dafür. Ich höre was. Klingt besorgniserregend. Oh ja, ich sehe auch was. Ich nicht? Was siehst du? Doch, guck unter der Couch. Oh. I. Ah. I. Bin ich so ganz tot. Ja, ich drehe mal nochmal rauf, oder? In meinem Smoothie ist Energy-Pulver, Granatapfel drin. Ah, okay. Ach so, ich muss E mit E drücken. Ich hab ihn angeklickt, dann kann ich doch drücken. Du trinkst auf deinen Salted Caramel Kaffee jetzt noch einen Energy-Drink, ja? Nee, es ist ein Smoothie. Okay. Das erinnert mich an den Tag, wo ich Kaffee getrunken habe, Energy-Drink getrunken habe und noch zwei Espressos. Endlich war ich wach. und tschüss. Später. Warum ziehst du das so schnell? Ich bin gut im Sachen merken. Wie alter Angeber ist. Ich bin ein Eichhörnchen. Ich weiß immer, wo ich meine Nüsse vergrabe. Ich seh's nicht. Das Vitamin B12. Hier ist es. Ja. Siehst du's?
Hast du es gesehen? Ups. Genau. Also hast du es gesehen? Hier. Nämlich das hier sieht nämlich auch anders aus. Gelb? Lass mich kurz gucken. Dann irre ich mich wohl. Ich meine, das B12, das, war das so. Nicht mal gelb? Das weiß ich nicht. Aber das hier ist eindeutig. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Das B12 war gelb und am Wasser ist es 6666. Sie beides? Beides sogar. Ja. Okay. Zwei Anomalien, einer. Ach, zwei im Kreis von einem. Das gibt's doch gar nicht, oder? Jetzt gehe ich gucken. War es mal ganz angenehm, kein VTuber-Männchen in der Ecke zu haben, weil das bei dem Spiel ruckelt. Ja, tschüss, ist wieder gelb. Was denn? Was ist denn hier los? Du bist durch jemanden durchgelaufen. Ich bin durch... Oh, hallo. Hallo, junger Mann. Das ist nett. Tut nichts. Nee? Hallo sagen. Hallo. Ich. Geht's Ihnen denn? Der Tropf ist nicht angeschlossen. Okay. Können wir noch reden oder können wir dann? Okay. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was erzählt? Tschi. Tatsächlich ist es gelb. Nee, doch, ich hatte meinen Satz, glaube ich, schon beendet, ne? Das ist mal schönes, ohne VTuber zu spielen. Ich sehe nichts. Sieht gut aus. Nur stand dieses Bett schon immer vor der Tür? Oh. Das glaube ich nicht, ne? Das ist seitdem die Tür offen ist. Okay. Ist das? Weil er sitzt ja auch nicht mehr da, er sitzt ja jetzt im Raum. Ach so, hat er davor drauf gesessen, aber die Tür war dahinter doch nicht. Adida, ich weiß es nicht. Also mir kommt sie gerade so fremd vor. Muss aber nichts heißen. Ich meine, die war da. Hey. Du weißt, wir sind dann wieder. Aber wir hatten dasselbe Problem noch schon zurück. Mal. Wir hatten dasselbe Problem schon mal. Finden wir vielleicht doch irgendwas anderes? Ich stehe noch Sachen vor der Tür, aber das war, glaube ich, so. Aber die Türen sind immer, dass da noch eine gegenüberliegende ist. Und da ist auch noch eine gegenüberliegende. Oh, das wäre ein Argument. Ja, das stimmt. Aber diese Tür ist über dem Kalender. Das stimmt. Oh. Ja, also das ist jetzt eindeutig das nicht... Das ist nicht gut. Dann wieder zurück. Hm. Oh, ich hoffe, das stimmt, ne? Wir werden es herausfinden. Hm? Entschuldigung. Oh. Gesundheit. Danke. Okay, ein Niesen. Gesundheit. Ah, okay. Oh, du hattest recht. Hier, guck. Ja, okay. Als ob der vor einer Tür sitzt. Und diesen Kackalender habe ich mir in den ersten Folgen und auch die allererste ohne dich, wo ich verzweifelt bin, mir so oft angeguckt. Tschüss. Was? So, was meint sie? Das muss man rausfinden, oder? Oh. Kann nicht sein. Hast du es auch gesehen? Ja. Sehr, ah, okay. Okay, ja. Zeug. Wir wären so verloren, wenn es an mir hinge. Du kennst dich auch noch nicht so gut aus wie wir hier. Ja, genau. Das ist es. Ja, genau. Ich habe was gehört. Was ist das hier für ein schwarzer Streifen an der Decke?
Schatten? War, glaube ich, schon Feuer da. Ich hätte gerne irgendwas Offensichtliches, bitte. Operi, weißt du noch, der, was ist denn das gewesen, der OP-Raum? Oder was ist der OP-Raum? Irgendeiner von den Räumen, von wegen ist das richtig, dass da ein Loch drin ist? Ja. Da waren es nämlich auch zwei Sachen oder sowas. Ich will jetzt auf Anhieb sagen, alles gut? Ja, also ich schließe mich dem an. Ich guck noch mal. Diese Rauten, waren die hier schon immer ausgespart bei den Blutflecken? Meinst du die 6? Die ich vorhin schon melden wollte. Ist doch so ein Blutstreifen, ne? Da, wo diese Knöpfe sind und die Rauten drumherum, da ist gar kein Blut. War das schon immer so? Ja. Ach so. Ist jetzt wieder die Frage, ist es eine Anomalie oder ist es ein Grafikfehler? Ich sag Grafikfehler. Okay. Ich hoffe. Zu überzeugen. Ja, ja, passt schon. Hm. Zwei Köpfe, ja, ist normal. Na klar, ja, kommt vor. Das ist sehr lustig, dieser Blutfleck sieht so ähnlich. Ich entfernte einen Fußabdruck. Ich habe ihn andersrum gesehen und dachte irgendwas mit Penis. Das Fuß ist der Penis. Merkwürdigste Penis, den ich je gesehen habe. Da hast du doch nicht genug gesehen. Also Leute, Hose runter. Ich brauche Observationsobjekte. Hallo, keine Anfragen hier, so solcher Art auf meinem Kanal. Kannst du Gewächser OnlyFans gehen? Oh, ich überleg's mir. Ne, da hast du lauter Dickpics unter dem Video. Das fehlt gerade noch. Oh, das wird mich irgendwie amüsieren. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus, die kriege ich nicht mehr. Das ist absurd. Oh. Ist hier gerade eine Tür bei mir aufgegangen? Das war ja gruselig. Ich hab's gerade voll das laute Geräusch. Was war das? Oder habt ihr es auch gehört? Ja, so ein Quietschen, ne? Nee, ich hab Knock gehört. Oder so, war ich hier neben jemand hinter mir drin und ich hab das nicht gehört, weil man die Tür quietscht auch. So, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, weiter. Achso, keine Anomalie, ne? Nee. Ja, dann. Trommelwirbel. Hey. Reinkommt und das Gefühl, das ist irgendwas komisch. Ja, es ist mehr Blut an der Wand aus, oder? Es liegt doch schon mal manchmal jemand unterm Bett oder so, ne? Sich eigentlich ducken? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Waren auf den Betten schon vorher hier Blut? Ja. Es ist. Ah, okay. Jetzt auch nicht sicher. 165, 90, ja, stimmt auch. Ihm geht's auch noch gut. Das war hier vorher auch so reichlich besprenkelt. Beim Wasserspender. Meine ich? Ja, die Wand, ne? Irgendwie weiß ich auch nicht.
Also dieser Fleck hier, an den erinnere ich mich. Aber ob die Wand so blutig besprenkelt war, so viel, weiß ich nicht. Ich habe mir auch hier unten den Boden nicht gemerkt. Ich glaube, das war aber, obwohl, keine Ahnung, ob zu viel war. Hier deine Rauten sind tatsächlich Grafikfehler. Ist klar. Oder einfach gewollt. Mit dem Flur. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, wie hieß denn das Spiel mit den Kinderhänden im Müll? Das war doch ein Lager irgendwie, oder? Mhm. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber war das nicht hier auch nur eine der späteren Türen? War das Floor 18 oder Floor 13, das mit den Kinderhänden? Oder? Ich könnte jetzt zumindest auch in so einen suchen, weil ich weiß, dass die Folge was mit Kinderhänden heißt. Bei mir. Nee, das waren ja noch mehr Türen mit Lager und Putzraum und so. Also die Folge hieß mit Kinderhände. Kinderhände gehören nicht in den Restmüll. Okay. Oh, wir haben noch Flauschhase Kinderhände. Super. Das war Hospital 666, ja. Ja, okay. Tatsächlich. In der Titel, ja. Ja. Augenstipps. Gut. War das schon in der Decke? Was denn? Dieser riesen Fleck an der Decke. Das Gefühl, wir sind wieder an den Punkt gekommen, wo wir alles in Frage stellen. Wir gaslighten uns wieder selber. Ja, gegenseitig. Trauen bestimmt nur dem Frieden nicht, oder? Kann auch gut sein. Ich sag, wir fahren weiter. So, keine Anomalie, sagst du? Wir sind drei Leute. Entscheidet euch demokratisch. Okay. Wir fahren also nach dem Motto, Piri ist schuld. Mhm. Das ist praktisch. Yay! Ah. Hat die Beere Glück gehabt. Es hat Prügel gegeben. Was war das? Oh, okay. Beere? Wir können dann wohl zurück. Hier ist ein Rollstuhl. Beere geht schon wieder zum Fahrstuhl. Ach so. Da ist ein Rollstuhl im Flur. Da ist ein Stuhl auf dem Flur. Ja, ein Stuhl auf dem Flur. Okay. Gut, alles gut. Ich renne einfach einmal durch den Flur. Hier geht's schon mal da rein. Wenn vor Aufregung anfängt zu seibern. Ja, die Wand scheint wohl so gesprenkelt gewesen zu sein. Flausch, stimmen die Zahlen? Ich glaube ja. Schwester Flausch, checken Sie die Vitalwerte. 165, 90, 137,2. Check. Das Gruselige ist, dass keiner das. Das was? Dass hier keiner angeschlossen ist, ne? Aber wenn man es piept, ja auch nicht ist. Also ich meine, das wäre mal ein Ruhepuls hier, ne? 90. 100.
100. Ja, passiert. Ich glaube, das ist die Sättigung, ne? Ja. Ach du. Aber es sieht gut aus. Ich finde auch. Eine Anomalie. La 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 la. Aber schon wieder keine Anomalie? Hey, du Nova. Liegt doch keiner unterm Bett. Ist eine Diskussion darüber aufmachen wollen, ob hier schon immer Ibuprofen stand, aber das macht dann wahrscheinlich auch nur wahnsinnig, ne? Oh, die habe ich am Anfang so oft angeguckt, aber... Okay. Diese rote Packung daneben, was ist das? Was ist das Orangene? Steht nichts, oder? Diese mit diesem Weißen da drauf. Dein Name? Nee. Oh Gott. Medizin. Es ist Medizin. Na dann. Ich weiß wieder nicht. Hier ist eine 6 an der Decke. Die war aber nicht. Oder? Ja. So groß? Oh. Wieso sehe ich das denn nicht? So eine an der Decke, hier eine links und eine hier rechts. Okay. Zeit ist auch so. Ich wollte Flausche hier lassen, aber es funktioniert nicht. Was? Haben wir ja schon. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Okay, da fahren wir halt. Spannung. Nee. Bitte. Eieiei. Irgendwas ist hier doch gerade passiert. Läuft mal einer von euch da weiter? Vielleicht sagst du an mir. Achso. Habt ihr da nichts gehabt? Nee. Ich bin da festgehakelt eben. Und irgendwas ruckelt hier. Bin auf mein Shirt. Ja. Das war wohl nicht, oder? Und das ist die Stelle, wo ich festgehakt bin. Was war das? Bist du tot? Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, warum. Wir fahren da mal. Ja, es klang so, als wurde ich gefressen. Ja, es klang nach Genickbruch irgendwie. Nach Genickbruch, ja. Wir können nicht fahren. Doch, aber man fährt doch. Boot kann auch eine Erlösung sein. Bei mir fährt er nicht. Bei mir schon. Wir sind wieder auf 110. Ich bin noch Zuschauer. Hä? Fahr du noch mal. Er fährt gerade. Was ist denn im Grunde? Warte mal, hatten wir das nicht auch? Da liege ich. Bei mir lebst du noch. Der Rollstuhl bewegt sich. Ja. Dir lebe ich noch? Ja. Wer boxt Kein mich Problem, da bitte? Ich nehme dich, Hallo? Ich nehme dich mit. Geh, Flauschi. Geh aus der Tür. Wie? So. Achso, trittst du ihn jetzt oder was? Bei mir liegt er da. Ich sehe. Bei mir liegt er nicht und das ist das Problem. Ich höre den Sound. Deswegen muss ich seine Leiche jetzt mitnehmen. Oh Gott. Ich höre den Sound. Aber ich sehe nur, dass du ins Leere trittst. Kein Problem, ich trete seine imaginäre Leiche. Na. Ah. Wir nehmen sie einfach mit in den Fahrstuhl, wenn es nur in Stücken ist. Alle einsteigen. Okay. Jetzt geht's. Ich lebe wieder. Ist immer noch... hi. Danke, glaube ich. Hallo. Danke, glaube ich. Ja. Eine unorthodoxe Methode. Ach, ich ziehe auch Leichen mit mir rum, wenn es sein muss. Na dann. Alles für den Club. Ich gehe da nicht rein, nee. Das ist jetzt ein Trauma, ja.
Wie war das? Alles für YouTube! Ja, boah, hab ich diese Folge gehasst. Komm, geh da hin. Was war da? Weil ich gesagt, Peri hat gesagt, ja, du nimmst doch auf, du kannst das doch zeigen. Ich will aber nicht hin. Doch, alles für YouTube. Und dann bin ich auf jede Anomalie zugerannt mit alles für YouTube. Kleinsatz. Oh, ich hab was gefunden. Was? Über der Tür. Run! Wusste doch, es war nicht klug reinzugehen. Wieso ruckelt das so? Ich freue mich auf diese Anomalie. Ich finde das auch sehr lustig, dass du jetzt Blut auf deinem Hemd hast. Das liegt an der Wand. Ja. Rollstuhl. Das ist nicht nett. Lag da schon immer eine Creme auf dem Tisch? Ja, ne? Oh ja. Mhm. Diese weiße. Ich meine schon, ja. Bin mir recht sicher. Gott, ist da echt nichts wert, aber ich glaube, ja. Ja, ist klar. Schon da. Stand hier ein Tropf neben dem Bett? Mein ja. Du hast das Bett gemerkt. Sieht gut aus. Es scheint so. Die Decke kommt nicht runter. Wäre auch noch schöner. Wir werden nicht kleiner. Ist auch gleich groß. Liegt keiner unterm Bett. Das Exit-Männchen rennt nicht. Okay. Und? Ja. Na dann. Er ist ein bisschen groß, ne? Wir schrumpfen. Werden klein, ja. Würde ich auch gerade sagen, ist gerade ein bisschen schräg. Wir sind so klein. Ob wir irgendwann verschwinden? Guck mal. Ich wollte wieder klein werden. Da zwei Flecken links und rechts vom Fahrstuhl an der Wand? Hier. Was? Sehe sogar ich. Das ist ein bisschen viel Blut, ne? Nein, das ist doch richtig. Da komm rein und dreh dich um. Also, ja, das ist auch cool. Aber hier an der Wand wird das Bild und da ist Blut drüber.
Das stimmt, so viele, hier war was, hast recht. So viele Bilder waren das nicht. Dann. Jetzt wieder ein Bosskampf. Beim nee, Boss? Erst bei 16 oder nach 16? Okay. Hier das Blut, was ich meinte, war so. Tschüss! Was denn? Ja, okay. Was denn? Oh! Ehrlich, jetzt, Flausch! Oh, ja. Hallo, ich bin damals bei meiner Mama ins Wohnzimmer gegangen und habe mich auf die Couch gesetzt. Und sie meinte, oh, ich bin ganz kaputt. Und habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Und hat sie gesagt, echt jetzt? Siehst du das nicht? Ich meinte, was denn? Und meint sie, da ist ein 2 Meter Weihnachtsbaum. 2 Meter von dir entfernt. Den siehst du nicht? Oh, das ist ja ein Baum. Ich sehe Dinge manchmal nicht. Dafür sieht er uns jetzt ganz genau. Ja, die Anomalie, ne? Er guckt mir zu komisch. Was? Okay. Oh, was war denn hier nochmal? Moment! Ja, war das Rennen? Ja, ich weiß noch nicht, wo lang. Sucht euch selber einen Weg. So, lieber aufteilen, ja? Irgendeiner muss es schaffen, in den Fahrstuhl zu kommen. Stehe. Auch bis ans Ende dieses Levels. Das ist der Fahrstuhl, oder? Ja. Ja! Das Rücken. Okay. Uiuiui. Oh, jetzt hier. Nee. Ich hasse diesen Raum. Aber die andere ist wieder zu, ja? Okay. Ja. Hey, Dude. Okay, Smiley. Ist er sich so leicht bewegt? War wahrscheinlich schon immer so, ne? Ja. Er atmet so okay. Ein bisschen. Pfund. Ein süßes Smiley. Schön. Schön alles einprägen. Aha. 3 Stück offen. Angelegt. Augenhöhe habe ich mit seinen Kapuzenbändeln. Das sah doch ursprünglich mal anders aus hier, oder? Noch ist es ja Raum 1. Noch sieht er richtig aus. Nee, ich meine, damals, als wir es gespielt haben, irgendwas war doch anders hier, oder? Auf jeden Fall nicht so viel Blut. Ja, stimmt. Das war ja der normale Modus. Okay. Okay. Alles klar.